Mariay. Unser heutiger Studiogast, meine sehr verehrten Zuschauerinnen und Zuschauer, ist Vizeministerpräsident der Volksrepublik Ungarn. Herr Vizeministerpräsident, wir danken Ihnen, dass Sie hierher gekommen sind, begleitet von einer Dame Ihrer Delegation, die Ihnen, wenn es notwendig sein sollte, eventuell linguistisch behilflich sein könnte. Herr Vizepräsident, Sie kennen ja die Schweiz sehr gut. Sie waren ja Botschafter in Bern von 1956 bis 1959, wenn ich richtig informiert bin. Aber wenn wir heute in der westlichen Presse Artikel lesen über Ungarn, so sind eigentlich zwei Themen im Vordergrund. Das eine wäre die Staatsverschuldung und das andere wäre der Reformplan, die Reformpolitik Ungarns. Haben Sie nicht den Eindruck, dass die Verschuldung des Staates eventuell ein Hindernis sein könnte zur Realisierung Ihrer Reformpläne? Naja, also zuerst muss ich für die Einladung mich bedanken, recht herzlich. Ich bin seit 25 Jahren eigentlich nicht in der Schweiz gewesen, außer den Flughäfen, die sich wirklich verändert haben. Und man hat mich die Nostalgie und Heimweh hierher gebracht, außer den Aufgaben, die ich zu erfüllen habe. Also zuerst muss ich bedanken für die Einladung hier im Schweizerischen Fernsehen und in erster Linie für die Schweiz, also für die Einladung in die Schweiz. Die Dame habe ich hierher mitgebracht, dass mich wirklich hilft, wenn ich mich nicht richtig ausdrücken kann, wenn ich die Wörter nicht finde. Und außerdem, wie ich vorher gesagt habe, dass man hier die stärkere Teil der ungarischen Nation vertreten wird, weil ohne ihre Unterstützung sind wir nichts. Also was Staatsschulden anbelangt, da sind die Frauen nicht schuld, haben keine Schuld daran. Das ist eine Männersache. Die Staatsschulden sind wirklich für Ungarn recht groß. Das ist bekannt. Eigentlich, das hat mit unseren Reformplänen einerseits nichts zu tun, von anderer Seite hat viele Berührungspunkte. Weil Reformen müssen wir sowieso machen, wenn wir keine Schulden haben. Wir müssen uns mit der Zeit entwickeln. Wir müssen uns entwickeln aus einer inneren Zwang. Das ist unsere Aufgabe. Wir haben sehr viel nachzuholen, was wir bis jetzt nicht erreichen könnten. Von anderer Seite, die Reformen sind nötig, um die äußere Veränderungen uns anpassen zu können. Also was Schulden anbelangt, die große Lasten der Schulden zu vertragen, dazu brauchen wir eine größere Leistung der ganzen Gesellschaft und in erster Linie Wirtschaft. Also in der Wirtschaft wird alle Werte erzeugt. Größere Leistung, also, vor allem auch in der Außenwirtschaft, Herr Vizepräsident. Für mehr Export, Außenwirtschaft, mehr Export. Ja, natürlich, aber das wird doch in Ungarn gemacht. Also wir brauchen eine größere Leistung und dafür brauchen wir auch Reform. Und die Lasten des Schuldes können wir besser vertragen, leichter vertragen und unsere Leistungsfähigkeit und Entwicklungsfähigkeit behalten, wenn wir unsere Reformpläne konsequent weiterführen. Aber in Klammer muss ich was sagen. Also Reform haben wir formell in 68 angefangen. Aber endlich vor 27 Jahren. Also nach den Oktoberereignissen in Ungarn. Und wir sind konsequent in dieser Linie
gegangen, in dieser Richtung gegangen. In 68 haben wir alle unsere ergebnerische Vorstellungen, also in einen komplexen Konzeption zusammengefasst und damit natürlich eine sehr gute und breite Grundlage für die Reformtätigkeit geschaffen. Was wir jetzt machen, das ist eigentlich die Weiterentwicklung der bestehenden Reformen. Es ist eigentlich schon keine Reform mehr. Aber weil das besteht schon. Das ist ein System, was bei uns funktioniert und hat schon seine gute Seiten gezeigt. Herr Vizepräsident, wenn ich mich erinnere, ich war einige Male immer wieder, sehr regelmäßig in Ungarn, da gab es immer wieder Wellen, gab es Zeiten, wo man von Reformpolitik nicht reden wollte und dann wieder Zeiten, wo man die Reform eher offen diskutierte. Woher kommt das, dass man bald über Reformen redete und bald sie zurückstellte in der Diskussion? Ja, sehen Sie, wir sind auf diesem Gebiet nicht so sparsam wie die Schweizer. Wir reden sehr gern und diskutieren wir sehr gern. Das ist eine nationale Hobby. Es wird immer diskutiert und über alle Fragen, sogar über die Fragen, wo wir einig sind. Und vielleicht ist damit in Zusammenhang. Wir haben einige Periode gehabt, wo wir viel getan haben und wenig darüber gesprochen haben. Und wir haben Periode gehabt, was umgekehrt war. Sehen Sie, wir haben endlich in den letzten Jahren, ausgenommen der letzten anderthalb, zwei Jahre, wenig über die Weiterentwicklung unseres Wirtschaftssystems. Ich glaube, das ist richtiger, wenn man das so bezeichnet. Also wenig etwas tun und wenig sprechen. Ja, also in den letzten zwei Jahren haben viel gesprochen. Seit 78 haben in erster Linie darüber gesprochen, also wir müssen unsere Zahlungsfähigkeit behalten, unsere Leistungsfähigkeit erhöhen, unsere Entwicklungsfähigkeit zu stärken, Gleichgewicht zu bewahren. Darüber haben wir viel gesprochen und wenig über Funktionen des Wirtschaftssystems, obwohl wir sehr viel gemacht haben. In den letzten zwei Jahren haben wir, vielleicht ist es etwas leichter geworden, was Gleichgewicht und Zahlungsfähigkeit anbelangt. Deswegen haben wir in diesen zwei Jahren mehr über die Weiterentwicklung der Wirtschaftssystems gesprochen. Es war natürlich auch nützlich und. Aber hat viele Ansichten so geklärt. Und ich hoffe, man hat Ungarn viele Argumente gesagt für solche oder andere konkrete Formen und Lösungen. Aber zum Schluss hat das viel Reden in einen Strom sich kanalisiert, wo man das Volk also gemeinsam weiterarbeiten kann. Aber könnten Sie uns vielleicht doch noch erklären, was ist denn Ihrer Meinung nach der hauptsächlichste Inhalt dieser Reform? Ich meine, wir haben immer den Eindruck, eine gewisse, in Anführungszeichen, Liberalisierung stehe im Gegensatz zum straffen, starren sozialistischen System. Wo würden Sie denn die Reform, die Sie durchgesetzt haben, ansiedeln? Ja, also ich kann natürlich auch über Liberalisierung sprechen, aber ich glaube, das ist auch nicht ganz richtig. Liberalisierung in welchem Sinne? Also wir wollen eine größere Freiheit in Wirtschaft haben. Außen und innen. Nach außen und nach innen. Wir müssen die Kompetenzen der staatlichen Organe
auf das nötigste, unbedingt nötigste Minimum beschränken. Ja. Gleichzeitig, also die Wirtschaft, den schaffenden Leuten, also die Bewegungsfreiheit geben. Also auch die private Initiative. Auch die private Initiative. Die private Initiative wird nicht nur aufgrund der privaten Eigentum entfaltet, natürlich. Also in allen Gesellschaftssystemen sind die großen Mehrzahl eben geben die Leute, die kein Privateigentum haben, also Produktionsmittel anbelangt. Ja, und wo hat dann die Planwirtschaft noch einen Stellenwert? Das ist doch ohne Planwirtschaft nicht vorstellbar. Aber Sie haben doch einmal ausdrücklich gesagt, wir müssen uns, die Wirtschaft geht nicht parallel zu einem Kalender, sondern wir müssen uns den Bedürfnissen der Wirtschaft anpassen. Da ist doch eine größere Flexibilität auch in der Planwirtschaft, als sie früher der Fall war. Ja, das stimmt. Da haben Sie recht. Also das ist eine Aufgabe, Bedürfnis dieser Entwicklungsstufe. Es bleibt Planwirtschaft, aber sogar eine noch effektivere Planwirtschaft als früher. Aber Planwirtschaft bedeutet in dieser Zeit die Rahmen zu schaffen, die Bedingungen zu schaffen, Entwicklungslinien zu finden und die Wirtschaft dazu stimulieren und zwingen, in solche Richtung zu gehen. Aber alles andere wird durch die Tätigkeit der einzelnen Menschen, der Kollektiven, der Unternehmen, alles wird gemacht und als Summe kommen die Ziele der in Plan vorgesehene Aufgaben. So würde also konkret, Herr Vizepräsident, bei Ihnen der Direktor, einer der Leiter einer Firma bestimmen können und müsste bestimmen über Einkauf, Verkauf, Produktion, und das muss ihm nicht diktiert werden von staatlichen Organen, sondern der Direktor bestimmt selbst. Ja, es ist auch schon heute, wir haben so eine Situation. Also der Direktor muss selbst entscheiden. Also er entscheidet nicht wie in der Sowjetunion? Seine Verantwortung. Aber er entscheidet nicht in der Sowjetunion. Er ist verantwortlich, dass sein Unternehmen rentabel wird, dass sie Gewinne einbringt, dass sie die Mitarbeiter bezahlen kann und besser bezahlen kann, dass er die Entwicklung seines Unternehmens sichert. Das ist seine Verantwortung. Er ist nicht verantwortlich für unseren Plan. Ja, aber das wäre doch eine bedeutende Autonomie der Betriebe. Das bedeutet eine bedeutende Autonomie der Betriebe auch heute, und das müssen wir noch stärken. Die wesentlich stärken, nicht in erster Linie juristisch, sondern die Mittel müssen wir dazu geben. Es ist auch eine Folge der heutigen Lage, und Sie haben noch die Staatsschulden erwähnt, dass wir zu große Prozentsatz der Gewinne der Unternehmen konzentrieren müssen in staatlichen Budget. Oder in Nationalbank, wie Sie wollen, um die Schulden bezahlen zu können. Und das ist Aufgabe Nummer eins. Da können wir
Da ist kein Pardon von uns. Dann können Sie diese Schulden überhaupt bezahlen, ohne in eine sehr teure Umschuldung einzuwilligen. Denn ich habe vor wenigen Tagen Zahlen gelesen, 1984 seien es 1,5 Milliarden Dollar, die auf Sie zukommen als Verpflichtungen. Nächstes Jahr 1,6 Milliarden Dollar, 1986 1,2 Milliarden. Das hängt ja wahrscheinlich auch damit zusammen, dass Sie früher längerfristige Kredite gehabt haben und jetzt kurzfristige und plötzlich wird alles mehr oder weniger fällig. Ja, sehen Sie, die Staatsschulden sind nicht von sich selbst gekommen. Also Sie müssen unsere Lage verstehen. Wir haben in 1973, 72 und 73 ein Aktivsaldo in unserem Außenhandel gehabt, auch in Dollarwährung, auch in Rubelwährung. Aber dann ist plötzlich gekommen, was für uns alle gekommen ist. Also eine plötzliche Veränderung der Preisverhältnisse. Und auf diesem Entwicklungsniveau, wo wir damals standen, und mit einer solchen Struktur, was wir gehabt haben, hat das für uns ungeheure große Verluste gebracht. Diese Tauschverhältnisse, Terms of Trade, haben sich plötzlich von einem Tag auf anderen um 20% auf unsere Lasten, zu unseren Lasten verändert. Stellen Sie sich vor, also für die gleiche Warenmenge müssten wir von einem Tag auf anderen 20% mehr Produkte nach Ausland ausführen. Aber das betraf natürlich und auch das die könnten wir nicht aus unseren eigenen Kräften in kurzer Zeit schaffen. Und da waren wir gezwungen, Kredite aufzunehmen, wenigstens für die Investitionen zu finanzieren. Dass man da nicht stehen bleibt, weil wenn man kein Geld hat in einer Wirtschaft, was kann man machen? Weniger investieren und weniger verbrauchen. Also Verbrauch haben wir auch also im Rahmen gehalten und weniger investieren. Aber dass man nicht auf Null zurückgehen musste, haben wir Kredite aufgenommen. Und die müssen wir jetzt zurückzahlen. Wir haben in 78 diese Periode beendet. Und auch eine schroffe Wendung gemacht. Eine viel härtere Wirtschaftspolitik angefangen. Verkürzung haben die öffentlichen Ausgaben sehr radikal gekürzt und das machen wir noch weiter. Wir haben die Investitionen in ganz strengen Rahmen gehalten, besonders die staatlichen. Die staatlichen sind sehr zurückgegangen, sind jetzt nur auf gewisse Teile der Infrastruktur und Gesundheitswesen und Schulwesen beschränkt, aber auch sehr sparsam. Und das haben wir gemacht. Wir haben durch sehr strenge Bedingungen für die Unternehmen geschaffen. Wir haben große Sparmaßnahmen eingeführt. Stellen Sie sich vor, in ein paar Jahren haben wir so ein kleines Land wie Ungarn ihr Verbrauch an Mineralöl um 2 Millionen Tonnen gesenkt. Bedeutet, Herr Vizepräsident, das ist 20%, also das war eine sehr große Leistung. Bedeutet diese Politik der, es ist eine Politik der Austerity, wenn man ja, und entschuldigen, ich habe doch die Frage eigentlich noch nicht beantwortet. Also wir haben durch einen Halt gemacht, auf unseren eigenen Kosten und aus unserer eigenen Kraft. Und seitdem geht es natürlich sehr langsam, aber vermindert durch vermindert die Summe unserer Auslandsschulden. Die Lasten sind zu hoch. Das ist ein Schlag für uns. Weil als wir die Kredite aufgenommen haben,
dann waren die Zinssätze die Hälfte der heutigen und ein Drittel der, die wir vor zwei Jahren gehabt haben. Da hat man bis 20% also die Zinsen erhöht in einigen Fällen. Also das ist jetzt zu teuer, aber wir haben das vermindert und wir zahlen zurück und tragen die Lasten. Kein anderen Ausweg. Ja, das ist eine Politik der Austerity, wenn man so will, hat die sich ausgewirkt auf eine Verminderung des Lebensstandards des ungarischen Volkes? Ja, also in gesellschaftlichen Maßstab kann ich sagen, wir haben unser Lebensniveau erhalten. Auch mit den sozialen Leistungen? Auch mit den sozialen Leistungen. Aber sehen Sie, das Volk ist zu anderen Zeiten gewöhnt. Also wir haben vorher eine Steigerung. Eine goldene Periode der ungarischen Geschichte gehabt. Also eine Periode von 15, 20 Jahren, die nie, im 15. Jahrhundert haben wir so eine Periode gehabt, dass König Matthias noch regierte und unter uns gesagt sehr gute Beziehungen zur Schweiz gehabt hat. Aber wenn wir vom Lebensstandard sprechen, hat nicht in erster Linie die Ausweitung auch des privaten Sektors dazu beigetragen, den Lebensstandard trotz dieser Austerity halten zu können? Ja, ich würde also nicht Privatsektor sagen. Also Privatsektor ist nicht zu groß in Ungarn. Also es bedeutet nur ein paar Prozent. Also wir haben eine Struktur. Man spricht also von 400.000 Leuten, ist das richtig? Ein Moment. Wir sprechen über einen sozialistischen Sektor, also die Beschäftigten ungefähr nur zwei Drittel beschäftigt. Zwei Drittel der aktiv Beschäftigten. Rund ein Drittel sind arbeiten in Genossenschaften. Das ist ein sehr starker Sektor. Das können Sie sagen, das ist auch Privatsektor aus einem gewissen Sinn. Da sind direkte Eigentümer drin. Auch in landwirtschaftlichen Genossenschaften, auch in industriellen. Also die Privatsektor, die rein Privatsektor ist ungefähr 4%, ich glaube nicht mehr. Aber privat arbeiten die Leute außerdem nicht wenig. Und das meinen Sie wahrscheinlich. Wir haben einige Formen geschaffen. Wenn unsere Wirtschaft also im heutigen Rahmen nicht fähig ist, die Lebensniveau in gewohnten Weise und Tempo zu erhöhen, dann müssen wir wenigstens die Möglichkeit den Leuten geben, mit mehr Arbeit, mit zusätzlichen Arbeit, mit Familienmitgliedern noch zusätzlich zu verdienen. Und das ist schon eine ziemlich große Zahl. Also was nur in Industrie und in tertiären Sektor sogar Dienstleistungen anbelangt, das ist schon fast 200.000 Leute da. Was in Agrarwirtschaft arbeitet, in einer sehr nützlichen und vorteilhaften Zusammenarbeit und Integration mit dem sozialistischen Sektor, also mit den Genossenschaften oder mit den staatlichen Unternehmen. Das kann ich sogar nicht sagen. Das sind doch wieder Hunderttausende, wenn nicht mehr. Sie haben im Januar dieses Jahres ja auch eine
glaube ich, durch eine Verordnung, durch ein Gesetz, neue Einkommenssteuerregelungen getroffen, die ja auch ausgehen auf eine Leistungssteigerung, auf einen Anreiz der Leistung. Sie sind also eigentlich eine Leistungsgesellschaft. Ja, bestimmt. Aber Sozialismus muss eine Leistungsgesellschaft sein. Dann ist es kein Sozialismus. Es gibt eine sozialistische Theorie, die sagt, der Sozialismus ist eine Wohlstandsgesellschaft. Ja, aber aufgrund der Leistungen. Nicht von Gott gibt sogar den sozialistischen Staaten nichts ohne Arbeit. Das wollte ohne ich zwar Arbeit und ein gewisser ohne. Sozialisten im Westen ja. gerne hören von Ihnen. Ja, wir sehen Sie, natürlich wäre es leichter, wenn man eine Gesellschaftsordnung wieder haben könnte, wo man nur auf Jagd geht und auf Angeln und nur mit der Reproduzieren des menschlichen Geschlechts sich befassen würde. Aber das geht nicht. Also, wenn wir Menschen bleiben wollen, dann müssen wir arbeiten. Aber und diszipliniert, hart, diszipliniert, auf hoher Qualität. Mit großen Intensität und Effekt. Also, und Sozialismus ist eine rationelle Gesellschaft. Wir sind noch weit davor. Es ist noch kein Sozialismus, was wir haben. Aber wir gehen in diese Richtung. Aber Herr Vizepräsident, wo würden Sie denn in diesem System drin die Partei platzieren? Die Partei hat doch in den osteuropäischen Ländern die führende Rolle. In den meisten Ländern hat sie doch die Ausschließlichkeit des Entscheides. Bei Ihnen aber offensichtlich nur noch die führende Rolle und nicht mehr die absolute Ausschließlichkeit. Ist das richtig? Ja, also über verschiedene Formulierungen können wir uns streiten und diskutieren. In Ungarn hat die Partei auch jetzt eine Führungsrolle und Verantwortlichkeit dazu. Aber die regiert nicht. Ja, jetzt wo liegt da der Unterschied? Zwischen führender Rolle und es ist ein großer Unterschied. Also die Partei hat mit dem Volke gemeinsam die beste Kräfte zusammen, um unsere Politik auf demokratische Wege zu bestimmen. Die hat die Richtlinien für unsere Arbeit zu bestimmen. Die arbeitet also vollkommen in enger zusammen mit dem Volk, korrigiert auch seine Abweichungen oder Fehler. Die Abweichung mag natürlich, aber auch seine Vorstellungen, seine Pläne, also das ist keine Einbahnstraße. Aber dann hat jeder seine Verantwortlichkeit und dann sind die gesetzlichen Organe da, nationale Versammlung, die örtliche Räte bis die Regierung und die Partei gibt keine Befehle. Aber Sie gehen doch innerhalb des Ostblocks, wenn man so will, einen eigenen Weg. Sie haben sich einen gewissen Freiraum bewahrt. Sowohl wirtschaftlich wie außenpolitisch. Sehen Sie, jeder geht seinen eigenen Weg. Es geht aber Sie nicht gehen anders. Einen eigeneren Weg als den eigenen der anderen. Ja, also sehen Sie, darüber kann man natürlich aus verschiedenen Aspekten sprechen. Aber wenn Sie über die europäischen sozialistischen Staaten sprechen, ja, die Sowjetunion ist eine andere Kategorie, eine Weltmacht mit ist ein oder zwei Kontinente gleich. Da sind andere Normen und Verhältnisse und Bedingungen. Wir können uns nicht vergleichen, wie die Schweiz mit den Vereinigten Staaten sich nicht vergleichen kann.
Was die kleineren europäischen Staaten anbelangt, das müssen Sie besser wissen. Sie sind auch schon europäische Nationen, nicht nur wie Ungarn, die aus Asien gekommen sind. Die kleinen europäischen Staaten, das ist eine sehr bunte Gesellschaft. Mit verschiedenen geschichtlichen Traditionen, mit verschiedenen kulturellen Einflüssen und Richtungen und Voraussetzungen. Die Völker sind anders, die sind nicht gleich. Und jeder muss seinen Sozialismus bauen auf seine Art, mit seiner Mittel und mit eigenen Methoden. Also würden Sie doch. Und wir arbeiten und wir kämpfen für eine sozialistische Gesellschaft auf ungarische Weise, die mit unseren Bedingungen und mit unseren Gewohnheiten und mit alles, was man in Betracht nehmen muss, also in Einklang ist. Wir müssen einen Sozialismus bauen, wo sich jeder wohlfühlt und was jedem in Ungarn gefällt. Aber das an jedem nicht statistisch, also 100% geht es nicht. Herr Vizepräsident, das tschechoslowakische Parteiblatt hat doch Ungarn sehr stark kritisiert vor ganz kurzer Zeit. Wo haben Sie das gelesen? Ich lese aus Rude Prava, aber sowas habe ich nicht gelesen. Ungarn war nicht genannt, aber es war genannt, dass ein Staat innerhalb des COMECON nicht ein eigenes, anders laufendes Wirtschaftssystem etablieren dürfte. Das war doch ausgerechnet auf Ungarn gemünzt. Ja, sowas habe ich nicht gelesen. Haben Sie sowas gelesen? Ich auch nicht. Ja. Und ja, vielleicht wurde es etwas anders formuliert. Und was ich gelesen habe, nach meiner besten Überzeugung, betrifft Ungarn nicht. Und außerdem hat die tschechoslowakische Partei das volle Recht, seine Meinung zu sagen. Und auch das Parteiorgan in der Tschechoslowakei. Und Sie haben das Recht, das nicht zur Kenntnis zu nehmen. Wir haben das Recht, auch unsere Meinung zu formulieren. Sonst sind wir gute Freunde und die Zusammenarbeit geht wirklich sehr, sehr gut. Matthias Syrasch, Ihr Vertreter im Zentralkomitee für Außenpolitik zuständig, hat einmal, ich glaube, im Budapester Radio gesagt, dass Ungarn die Vertragstreue selbstverständlich zum Warschauer Pakt innehalte, dass aber ein gewisser Spielraum zur Vertretung eigener Interessen durchaus vorhanden sei und auch noch mehr genützt werden sollte. Würden Sie dies auch unterschreiben? Ja, natürlich. Das ist selbstverständlich für uns. Er hat nichts Neues gesagt. Er hat nichts Neues gesagt. Was mich aber in diesem Zusammenhang interessieren würde, wäre dann eigentlich die Stellung, Ihre ungarische Stellung zur Frage der Euro-Raketen. Das ist ja ein Streitpunkt in Westeuropa, der auch den Osten sehr betrifft. Ich glaube, Syrasch auch hat gesagt, dass die Lage sich durch die Euro-Raketen nicht verändert habe, dass vielleicht eine Verschärfung der Spannungen vorhanden sei, aber dass damit Ungarn weiterhin trotzdem seine Westbeziehungen pflege. Ja. Ohne Änderung, ohne Verschlechterung der Beziehungen. Ja, ohne Änderung und ohne Verschlechterung. Was würde es nützen eigentlich? Also, wir sind in Europa, Sie sind auch in Europa, ohne Raketen, die auf uns gerichtet sind. Aber Großbritannien, Frankreich und Belgien sind auch hier in unserer europäischen Gemeinschaft. Wir müssen alle hier bleiben und weiter zusammenleben. Wir können Gegensätze haben, sogar ganz scharfe Gegensätze. Aber wir dürfen durch die Verbindungen und die Kontakte, die durch tausende Jahre aufgebaut worden sind, nicht zerschneiden. Das wäre ein sehr, sehr großer Fehler, sogar eine Bühne. Das ist eine Schande. Sünde. Eine Sünde.
Und ja, das ist unsere Überzeugung. Aber damit stellen also Sie die Fragen werden eher oder später gelöst. Die müssen gelöst werden. Wir haben keine andere Alternative. Und wir behalten die Beziehungen und was von uns abhängt. Was von uns abhängt. Also mit allen Partnern in Europa, mit allen entwickelten europäischen Industrieländern und auch mit den Vereinigten Staaten. Also wir brauchen doch unsere bilaterale Beziehung nicht zu verschlechtern. Und gleichzeitig sind wir der Meinung, dass eben diese Raketenfrage, wir hätten das nicht gemacht, wenn wir ein Mitglied der NATO wären. Ja. Also, ja. Aber damit sind Sie doch mit Ihrer Haltung, wie Sie es jetzt erläutern und wie Sie auch Ihre Parteigenossen erläutert haben, sind Sie doch wiederum, ich stelle noch einmal die Tschechoslowakei her, die Verbindung, sind Sie aufgeschlossener. Der tschechische Außenminister Schnupek hat seinen Besuch in Bonn im letzten Dezember abgesagt. Ihr Außenminister aber ging trotz Euroraketen nach Bonn. Naja, Herr Varkon ist mein guter Freund, ist nach Bonn gefahren. Warum denn nicht? Stell das mal fest. Es war eben der 10. Jahrestag der Aufnahme der diplomatischen Beziehungen zur Bundesrepublik. Bundesrepublik ist unser, wenn ich die wirtschaftliche Beziehungen sind, unser zweites Partner, ja. Gleich nach der Sowjetunion. Wir haben auf allen Gebieten sehr, sehr gute Kontakte und ich glaube, es sind nützlich, nicht nur für uns, sondern auch für die Bundesrepublik. Also das müssen wir behalten. Also einfach etwas zu verlieren, umsonst, naja, das können Sie von uns nicht verlangen. Das können Sie wir verlangen von uns es nicht verlangen. Und das das löst die Probleme der Raketen nicht, umgekehrt. Wenn wir uns zurückziehen und einschließen und die Kontakte abbrechen, dann helfen wir die Lösung der Probleme nicht. Umgekehrt. Wir können doch diese Fragen nicht lösen, wenn wir ein kleines Land sind. Aber mit unserem Verhalten, mit unserer Tätigkeit, mit der Behaltung der Atmosphäre, mit der Stärkung der bestehenden friedlichen und nützlichen Kontakte, nicht nur im Wirtschaft, sondern auch zwischen den Leuten, der Völker. Da, ich glaube, wir denen durch einen besseren, ich hoffe, es ist nicht in sehr weiten Ferne, einen besseren Zukunft in Europa. Und wir sind aufgeschlossen und wir sind offen geblieben und bleiben auch offen. Damit, Herr Vizepräsident, wären wir jetzt eigentlich bei dem Sinn Ihrer Schweizer Reise, nämlich bei bilateralen Beziehungen. Was erwarten Sie sich von Ihren Gesprächen, die morgen beginnen? Ja, ich glaube, dass wir mit den Mitgliedern der Bundesrat eigentlich keinen Streit haben werden. Also in Grundfragen sind wir einig. Die Regierung der Schweiz und Ungarn unterstützen die Entwicklung der Beziehungen. Wenn wir noch eine größere Aufmerksamkeit von dieser Seite haben würden, wären wir sehr, sehr dankbar dafür. Ich glaube, alle Voraussetzungen sind da. Wir haben keine Probleme, keine Streiten. Die Sympathie ist wenigstens von ungarischer Seite vorhanden und stark geblieben. Die werden hunderte von Jahren geschaffen worden sind, die sind alle geblieben. Und glauben auf Sie, diesem Grundlage
müssen wir weitergehen. Und deswegen werde ich die Banken besuchen, große Unternehmen besuchen und auch über konkrete Fragen sprechen, obwohl wir als Regierung keine Geschäfte machen. Wenn wir machen, sind meistens schlechte Geschäfte. Also die Unternehmen müssen die Geschäfte machen, aber wir müssen mit den Herren darüber sprechen, wie sie das sehen, was sie brauchen, wo wir als Regierung helfen können, eben in der Entwicklung unseren Beziehungen, auf allen Gebieten, nicht nur in Wirtschaft, also in Technik, in Kultur, in Wissenschaft, Kultur und Tourismus. Tourismus, das ist eine Frage, erhoffen Sie sich oder versuchen Sie eine Abschaffung des Visumzwangs zwischen der Schweiz und Ungarn zu erreichen? Das würde die Touristen sehr interessieren. Ja. Warum gibt es ein Visum immer noch? Ja, ich weiß nicht, warum. Warum eigentlich? Wir haben mit Österreich das schon liquidiert. Wir haben mit Finnland. Also wenn die Schweiz bereit ist, ich bin bereit, gleich in diesen drei Tagen das unterzeichnen von seitens der ungarischen Regierung. Sie sprachen jetzt von Österreich im Zusammenhang mit der Schweiz. Ungarn hat einmal angeregt, so etwas wie eine Freihandelszone Ungarn, Österreich, Schweiz zu etablieren. Haben Sie immer noch solche Pläne und ist das ein Gesprächsthema in Bern? Das haben wir nicht aufgegeben. Das haben wir nicht aufgegeben. Also diese Zeit ist nicht sehr günstig dafür. Also wir haben nicht mit der Schweiz in erster Linie. Ich habe über König Matthias gesprochen. Vor 500 Jahren hat er schon mit 8 schweizerischen Kantonen unterschrieben, alle Hindernisse im Handel zu beseitigen. Ja. Das war vor 500 Jahren, ja. Ja, es sind noch einige Hindernisse da und wir sind dafür, dass man sie abschafft. Aber die großen Hindernisse sind nicht zwischen uns, auch nicht zwischen Ungarn und Österreich. Wir haben das hier mit großen Hindernissen zu tun, also was die europäische Gemeinschaft anbelangt. Die schneiden Europa in zwei Teilen und das gefällt uns nicht. Also ist Ihr Besuch hier doch, wie Sie am Anfang gesagt haben, zum Teil wenigstens ein Nostalgiebesuch? Ja, gleichzeitig ein Nostalgiebesuch. Sonst, wenn es nur ein Nostalgiebesuch wäre, dann hätte ich die Schweiz jedes Jahr dreimal besucht. Aber dann kämen Sie als Aber Tourist ich habe so wenig Zeit in den letzten Jahren gehabt, dass es ich war sehr froh, als ich die Einladung der schweizerischen Regierung gekriegt habe. Also wollten wir Ihre kostbare Zeit in der Schweiz nicht noch mehr in Anspruch nehmen, Herr Vizepräsident. Wir danken Ihnen ganz herzlich für dieses Gespräch. Und damit verabschieden wir uns von Ihnen, meine sehr verehrten Zuschauerinnen und Zuschauer. Ich danke Ihnen.